Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu 7 Days to Die mit der Mod Ravenhouse mit dem Martin und dem Jürgen. Hallo. 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 Ja, habe eben gerade schon mal ein paar Zombies unterwegs geschnetzelt, auf dem Weg zum Händler, wie in der letzten Folge auch quasi angeteasert. Weil wie immer, ich und mein Händler. Ah, das ist schön. Mein Händler und ich. Ich und du. Ja. Ah. Glücklicherweise treffe ich heute auch so ein bisschen besser irgendwie. Ja, aber keine Bolts herstellen. Ja, dann kannst du keine Bolts herstellen. Das erste in der Warns Forge geht. Eieiei. Düdü. Ach, der ist ja noch zu. Wir brauchen unbedingt den Amboss. Ja, für die Blacksmith, das dauert aber noch. Da brauchst du ja Construction Tools 30. Hab da einen Bär. Was? Hab den Bären. Das ist schön für den Bären. Ja. Also für den Bären war das, glaube ich, nicht so schön, aber für mich zumindest. Da, du bist der Farmerama. So ähnlich. Oh, ein Hase. Ich bin da überlegen, ob der Krümmel auch mal das Let's Play guckt oder nur noch im Livestream mit dabei ist, weil der verteufelt mich ja immer, wenn ich Hasen töte. Ja, das ist so ähnlich wie Dödis töten bei Ark. Ja, mag der gar nicht. Da ist noch ein Zombie, den ich töten kann. Weißt du manchmal. Naja. Ist das. So. Noch ein paar Steine zu klopfen. Klopf du mal Steine. Macht der erst um 6.05 Uhr auf? Na toll. Da war sowas, ne? Ah ja. Lieber zu früh als zu spät. Muss noch so ein Zombie zum Schlitzen. Ah, oh, noch einer. Schlitz. Komm zu mir, kleiner Zombie. Schlitz. Schlitz. Was hat der mit dir gemacht? Schlitz. Was? Ah, klang so komisch. Dann halt, was weiß ich, noch ein bisschen Holz hacken, keine Ahnung. Ist ja gleich soweit. Ach, der gleiche ist es soweit. Ja, warum? Vielleicht kommen die Hirsche in Massen. Wäre ein Traum für Martin. Kommen gleich in Massen. So. Muss aber gut sein hier. Trader Joel's. Das ist so eine witzige Neuerung, dass sie in der Version 4 gar nicht mehr geschützt sind, ne? Also die können zerstört werden. Ja. Was? Die Händler. Ja. Okay. Also das heißt, man könnte sich natürlich aber auch dann eine Base beim Händler bauen, ne? Wenn du den Händler schützt, kein Problem. Ne? Das finde ich ja persönlich eine coole Nummer. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ich und meine Hütte beim Händler. Du würdest doch gleich einziehen dort. Ja, na logisch.
Das war der Gedanke dahinter, ja. Und der Darmabteilung. Ist doch scheißegal. Fest so viel konnte ich gar nicht verkaufen. So, aber erstmal ins Wichtige gucken. So, in die Secret Stash. Was hätten wir da so? Repair Kits? Nein. Da gibt's Hasch. Was Hasch? Kannst Hasch kaufen. Bringt Wellness 0,24. Naja, gut. Ja, wenn wir nicht viel Essen haben, ist es viel. Das wohl war. Achso, ach, die Munition darf ich wieder nicht verkloppen, weil du sie ja selber craften kannst. Ja. Sei mal nicht so hastig. Hastig. Denk gerade an, haben wir überhaupt noch was im Turm oben? Haben wir das alles schon runtergeholt? So. Was zum Turm? Achso. So. Anfangsturm. Also ich könnte jetzt die Mikrowelle, Blender und den Kaffeemaker craften wohl. Was willst du craften? Be careful out there. You wouldn't want to get hurt. Den Blender. Den Coffee Maker. Ja, ich muss aber alles drei machen, damit die Quest rum ist. Und die Mikrowelle. So, die drei Sachen habe ich jetzt. Und jetzt frage ich mich, ob ich hier mal so ein Rüstungsteil schon mal mitbringe. Martin, hast du jetzt eigentlich schon einen Mining-Helm oder nicht? Ich hab einen Mining-Helm, ja. Jürgen, du auch, ne? Ich hab einen gefunden gestern, ne? Gut. Aber sonst hätte ich nämlich jetzt hier einen gekauft, weil hier war einer in bezahlbarer Reichweite. Daniel ihn hat, hab ich keine Ahnung. Der hat geloost, weil der ist nicht da. Ach, das, ja. Hm, okay. Ja. Du musst warten, bis das nächste Mal einer da ist wieder. Ja, und ansonsten. Jetzt weiß ich auch, warum der die Waffen nicht nimmt. Ja, wir haben doch den Server geupdatet. Und dementsprechend hat der Händler ja gar nicht täglichen Restock. Das ist die Ursache, genau. Ah, oh, eine Kuh. Komm her, warum rennt denn die Kuh fort? Die Angst vor dir hat. Bist du das heute? In your ass, bitch. Ich dachte Kuh. Ich bin heute einmal mit dem. Gegenschlagen, gegen die Kuh. Also da die ja nur von mir fortrennt, kann ich auch mit Katana draufhauen. Echt? Kriegst du echt Milch? Ich hab nicht gesehen. Du? Ja, du sollst wohl auch Milch kriegen, wenn du da mit dem Eimer dran gehst, ne? Was ich im Übrigen auch interessant finde, was mir jetzt auch wieder so bröckchenweise, das fällt mir immer so bröckchenweise ja nur ein, dass du mit einer Ravenhearts Version 4 ja tatsächlich auf Gewicht achten musst. Also, das klingt wieder interessant. Ja, also dass du da so richtig bestraft wirst, wenn du dann mal so 5000 Zement einstecken hast. Was ja aber eigentlich auch vollkommen sinnvoll ist, ne? Also. Ja. So, den Blender hätte ich schon mal. Ich frage mich, ob wir da jetzt oben extra einen Tisch mal für hinstellen wollen. Oder hier unten. Ja, stell oben hin. Wir werden unten sowieso die Forges haben, denke ich mal, und dann das Zeug nach oben bringen. Also Essen nach oben, sagst du?
Wird alles nach oben schaffen, was so Essen und Klamotten sind und den Schmelz eben das Zeug halt nach unten. Die Hütte ist richtig klein hier. Die Hütte ist zu klein, ja. Also. Wenn der Häcksler dann dazu kommt, der ist Grundfläche 3x2. Wird's eng. Die Frage ist, ob mir irgendeiner mal einen Tisch craften kann, dass ich das Zeug da auch draufstellen kann. Na gut, ich geh mal zurück. Das wäre zumindest sehr nett. Ups, daneben. Wollten wir eigentlich eh nicht unsere Hütte so ausbauen, was unsere Mauer ist, oder? Ist das jetzt eigentlich nur richtig in Erinnerung, oder? Oh, kann sein. Martin? Was sagt der Mann, der auf Hirschjagd ist immer noch? War noch nicht festgelegt. War noch nicht festgelegt, sagst du. Okay. Gesorgt. Also ist unsere Hütte zu klein ist, darüber brauchen wir ja wohl nicht reden. Stimmt wohl. Also müssen wir sie wieder so groß bauen wie die alte. Nein. Vergiss es, Martin. Jürgen kommt, dann kann er mir hier oben einen Tisch hinstellen, wunderbar. Die Frage ist, kannst du den anderen Tisch hier unten, eigentlich diesen Food-Tisch, ne? Mhm. Den müssten wir doch eigentlich auch, dann können wir ja auch schon nach oben stellen dann. Kann ich den jetzt einfach abbauen oder geht der dann kaputt? Der geht kaputt. So, du möchtest einen Tisch haben? Achso, Nägel brauche ich. Was ist los hier draußen? Ich hab das Kraut repariert. Ja, ich mach schon. Ach du, okay. Du machst Schlitz. Ja. Oh. Aber Amboss gefunden, ist das wichtig? Hey, ja! Geringfügig. Ich hab einen Amboss gefunden, ist der wichtig? Nö. Martin, scrap ihn einfach. Okay. Hör auf! Gut, Dekostation haben wir noch nicht, wir können keinen Tisch. Wir brauchen noch eine Dekostation. Für was? Um dich zu bauen? Ja. Dann stelle ich sie jetzt auf den Boden. Warte, ich tu hier. So, gut, stell es da drauf inzwischen. Also da den das Mixer, kann man ja. Nehmen. Das können wir gleich nehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dicke. Soll ich die Kaffeemaschine jetzt auf den Boden stellen? Jürgen? Ja, stell doch davor. Du hast wieder nur Kaffee im Kopf. Na logisch. Nice. Ja, wir müssen mal die Wände hochziehen. Dann kannst du auch einfach Golden Rod herstellen. Ohne dass du dafür ein Campfire brauchst, wenn ich das gerade so richtig sehe. Mhm. Das ist ja cool. Ja, heißen. So, und dann, ja. Stell dich hier oben halt noch eine Mikrowelle hin, was soll ich sagen? So, mach den Säuer rein. Was? Martin, was macht er mit deinen Eiern? Kiste tun. Da sind sie gut verstaut. Okay.
So, das. So, na gut, wenn der Tisch kaputt geht, dann lasse ich ihn das so erstmal hier unten stehen und pack den Tenderizer da wieder rein, ja. Es freut mich immer wieder, wenn ihr mir zuhört. Was dachtest du? So. Hat er irgendwas gesagt? Nö. Juhu. Mir fehlt jetzt leider trotzdem immer noch ein Müh an Erfahrungspunkten, damit ich diese Advanced Forge machen kann. Na gut. Da werden sie jetzt ja wohl irgendwo noch ein paar Zombies verirrt haben. Kannst du den Tisch nicht aufheben? Ich schon. Freund, hat der nicht gesagt, ich kann nicht abbauen? Ja, du! Kannst du nicht abbauen. Du hast nie gefragt, ob er ihn abbauen kann. Boah. Bitte. Ihr macht mich fertig, ey. Ich hab da erst den Gebietsblock gesetzt. Vorhin. Ja, weiß ich, deswegen. Ja, aber meine Frage kam doch danach. Ja, aber du hast ja nur gefragt, ob du ihn abbauen kannst. Oh Mann, ey. Du konntest ihn nicht abbauen. Ihr seid so Homo Sapiens. Habt ihr hier eigentlich alle Zombies ausgerottet oder was? Da. Ah, da sind sie ja. Also wenn du da unten auf die Baustelle gehst, da sind noch ein paar, die glimmen auch schon. Mhm. So, elektrisch. Bitzeln. Ich hab mich nämlich gerade bis oben hochgeschlichen. Achso. Da hab ich nämlich den Amboss gefunden. Und einen Computer. Weißt du, ich suche hier Zombies zum Verrecken und der schleicht sich an denen vorbei. Ja, die Bitze. Die Bitze. Wahrscheinlich sind da jetzt auch alle gespawnt, die der Server zur Verfügung hat. Ja gut. Ist ja halt so ein bisschen Jump'n'Run, ne? Oh. Also hat gleich mal der Mais geguckt, Martin? Ja, war noch nicht fertig. So gut. Gerade ein bisschen blind, ne? Da nichts Neues. Oh, Martin, weißt du? Was soll ich denn darauf jetzt sagen? Ach, oh, du Armer? Es liegt an den Dollarzeichen im Auge. Ach so, ja, also, stimmt. Ich hab dir Advanced Forge gelernt. Nee. Na? Ist das fein. Hast du fein gemacht. Ja. Du bist ja nicht. Du bist ein Braver. Ich meine, bis ihr das auch lernen könntet, ihr seid ja auch noch unheimlich weit davon entfernt. Martin cheatet, der hat einen Ping von 0. So ist das. Nö, leck trotzdem. Das ist scheiße, oder? Wenn man daheim in seinem eigenen Netzwerk sitzt und immer noch Lecks hat, oder? Vom Keller bis in die Bude. Also zwei Stockwerke Mann. Müssen bei WLAN schon mal. Zwei Stockwerke, der momentan steht er direkt neben mir. Okay, dann musst du dein WLAN-Kabel richtig anschließen, Martin. Ich weiß jetzt nicht, warum ich ein WLAN-Kabel benutzen sollte. Weiß nicht, damit du nicht drüber fällst, keine Ahnung. Einfach mal die Stecker umdrehen. Beim WLAN-Kabel? Ja. Das könnte wichtig sein, Martin. Muss ich mir fürs nächste Mal merken, wenn es nicht geht. Danke für den Tipp. Gerne.
Alter. Was eine Qual, auf diese 200 Steine zu kommen mit diesem Steinwerkzeug. Echt, ey. Naja, gut. Ich würde mal sagen, Leute, ich mache das jetzt noch fertig, farme noch die Sachen kurz zusammen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihm so ist, ein Däumchen da lassen und freue mich, wenn ihr dran bleibt und in der nächsten Folge wieder mit reinschaut. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.